So, dann mal zum Geheimgang. Soll ja irgendwo hinten sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Kannst du jetzt was mit der Halterung machen? Nein. Er hat doch gesagt, dass wir irgendwie hier hinten hin sollen, in die dunkle Ecke. Was haben wir denn da drin im Etat? Wir haben Ednas Karte. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Wie machen wir das am besten? Apropos, haben wir die Karte eigentlich schon mal angesehen? Auf die Karte würde sie später schauen. Ah, okay. Sie rechnete nicht damit, dass diese Entscheidung unangenehme Konsequenzen haben würde. Ja, clevere Lilly, super. Ja, was können wir denn hier machen? Moment, nur mal Space-Taste drücken. Wir haben den Haken immer noch. Die Halterung, an die wir nicht rankommen. Ach, Moment, hier ist ja jetzt eine Fackel. Nimm dir die Fackel. Ja gut, das ist doch einfach. Dann die Fackel hier rein wahrscheinlich. Eine brennende Fackel hätte hier sie leider. Ja, gut. Achso, jetzt werde ich abbrechen sollen. Aber war schon relativ klar. Ja, ich soll das Ding anzünden. Gut. Was denn du? Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Unmöglich. Oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Harvey macht mir echt Angst gerade. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Brennt die Fackel jetzt? Nee, kannst du vielleicht in den Haken hängen? Der Haken war nur für die Teekanne bestimmt. Ja, aber wie sollst du denn sonst das, den Kamin, also die Fackel entzünden? Oh. Oh. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Nein. Natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Ist die Fackel jetzt angezündet, jetzt wo wir ein bisschen Stromschlag bekommen seltsam haben? Ja, das hat man schon. Sieht nicht so aus. Ich probier's trotzdem nochmal. Eine brennende Fackel. Leider war die Lilly war trotzdem stolz, so viel über die Funktion. Ja, gut. Wir können die Fackel also nicht so richtig anzünden. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Vielleicht können wir irgendwie noch raus. Gucken, was jetzt draußen abgeht. Wir brauchen unbedingt Feuer. Oder auch nicht. Warum sollte Lilly nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garretts Geheimraum. Ja, natürlich wahr. Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu flüchten. Ah. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taserpistole noch? Na klar. Andererseits hatte Garrett bisher selten daneben gelegen. Lilly würde es auf seine Weise probieren. Nun gut, die Frage ist natürlich, wie kann ich denn die Fackel jetzt im Kamin entzünden, ohne dass Harvey jedes Mal ankommt? Kann man vielleicht noch irgendwas im Büro der Oberin tun? Ich hätte es mir gerade so einfach vorgestellt. In der nächsten Folge gehe ich einfach rein und in den Geheimgang. Aber hat wohl nicht geklappt. Was haben wir denn hier jetzt? Noch die Topfpflanze, Harvey-Puppe, Oberin Ignaz, Dr. Marcel. Die Teetasse, einen Futternapf und das seltsame Gemälde. Und den Essenslift. Können wir irgendwas mit dem Essenslift machen? Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen. Nee, man nahm das Nein. Verbote nochmal. Feuer machen. Hä? Du sollst nicht lügen. Was kann man denn hiermit machen mit den Verboten? Kann man irgendwie die Fackel auf die Verbote anwenden? Verbote. Feuer machen. Nee, klappt nicht. Ich habe nicht ganz begriffen, was das hier unten soll. Muss ich wirklich mal sagen, Alkohol trinken, lügen. Ich kann das irgendwie anklicken, bringt mir aber gerade nichts. Sind das vielleicht die Verbote, die ich irgendwie langsam ausschalten muss oder sowas? Diese ganzen Blockaden, die ich bekommen habe? Ich weiß es nicht. Reden wir mal mit Harvey. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Ja, okay. Reden wir nochmal mit Oberin Ignaz vielleicht. Zotti. Achso, ja, sie ist ja gerade. Stimmt, sie ist an der Drogen. Was habe ich dir nur angetan? Lassen Sie alles raus. Ein Jammer, dass ich meinen Notizblock nicht dabei habe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Lilly wollte sie lieber nicht ansprechen. Doch, ich will nochmal Dr. Marcel ansprechen. Hä? Was war denn jetzt? Wieso war jetzt der Bildschirm schwarz? Ja. Sorry. Ach, verdammt. Selber nochmal. Ja. Nicht ansprechen. Den Futternapf irgendwie nehmen? Geht nicht. Eine Teetasse Lilly nehmen? Hatte bereits genug Tassen. Du hast keine einzige Tasse. Vielleicht mit dem Gemälde nochmal sprechen. Beziehungsweise mit Garrett. Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet.
Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ja. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, ja, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert. Und vernichte ihn. Tja, klingt doch super einfach. Erinnert mich übrigens gerade ein bisschen an Edna Wricht aus Tempomorphen. Aber gut. Harvey-Puppe, kannst du mich hypnotisieren? Geil. Du sollst nicht mit Feuer spielen, Boogie. Da bin ich jetzt mal gespannt. Boogie. Boogie. Oh mein Gott. Lily hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Was für ein krankes Spiel, aber mir gefällt es echt unglaublich. Das Auge der Oberin, mal gucken. Diesen Staring Contest würde Lily verlieren. Kannst du irgendwas halt machen? Lily hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Na, hier ist so ein Vorhang, kann man damit irgendwas machen? Eine Kordel? Ja, zieh mal dran. Haha! Ah, ich taub! Mein Auge brennt! Wer war das? Ja, schließ es doch am besten. Was haben wir noch so? Vorhang, ja. Ein staubiges Fell diente der Höhle als Vorhang. Gab es denn hier keine Kinder, die alles sauber hielten? Warte mal, kann man jetzt diesen Schläger nehmen und mehr Staub da reinprügeln? Das ist doch eigentlich... Das ist doch eine Idee. Keule? Eigentlich wollte ich den Staubvorhang eigentlich... Oder den Vorhang eigentlich nur nehmen, um das Auge zu verdecken. Aber so, wenn es staubig ist, natürlich auch. Hau mal drauf. Oh, wie das brennt! Wunderbar, schließ das Auge. Ja, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lily war vorerst unbeobachtet. Wunderbar, was kann ich jetzt überhaupt machen? Es ist nämlich, ich weiß nämlich nicht, was ich überhaupt machen soll. Haben wir Ketten, einen Schädel in den Rundgang. Oh, in den Rundgang. Okay. Mein Auge brennt! Was haben wir noch so? Rippen. Lily hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen. Aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Entweder machten hier Knochenjäger Jagd auf große Tiere, oder jemand hatte angefangen, einen prähistorischen Webstuhl zu basteln. Okay. Das war auch mal den Kamin da. Ach so, das ist so eine Art Parallelwelt. Das eben war das Büro der Oberin und das jetzt hier ist offenbar, das ist der Kamin dann dementsprechend. Harvey Schneemann, Zylinder, zur Oberin. Nein, da will ich noch nicht hin. Zylinder, nimm die mal mit. Zylinder, ich brauche den Zylinder. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kälte rumstehen müsstest, würdest du das verstehen. Okay, leider nicht. Harvey Schneemann. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden?
Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Vielleicht klaue ich dir erstmal eine Möhre. Kann man das machen? Nee, kann man nicht. Kann man vielleicht eins überziehen? Ach nee, wir haben die Keule gar nicht mehr. Ach, verdammt. Feuerholz. Lilly wollte ja nicht pingelig wirken, aber dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Haben wir noch irgendwas? Können wir mal mit mehr Space-Taste drücken. Wir haben den Zylinder, wir haben den Harvey-Schneemann, wir haben die Rippen. Zweimal, scheinbar. Entweder machten hier Knoten. Nee, das hatten wir schon. Gehen wir nochmal zur Oberin und gucken, ob wir da irgendwas vergessen haben. Was ist das denn? Kontaktlinse. Ah! Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß, also ging das wohl klar. Ich denke auch, ja. Noch irgendwas? Wenn nicht, würde ich einfach versuchen, das Licht zu bündeln. Und ihr seht schon, die Rippen sind doch wunderbar rund. Kann man nicht einfach die Kontaktlinse reinklemmen und dann bündelt sich irgendwie das Licht? Läuft. Wunderbar. Was ist das? Was riecht denn hier so komisch? Es riecht nicht nach Karotte. So viel steht fest. Das ist... Feuer! Ah, ich brenne! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Ich nehme den Hut ab! Ich kann es auch riechen ohne Nase. Sie wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Nun tu doch was, Lilly. Nimm mir den Hut ab. Nimm ihn ab. Danke, Lilly. Du hast mich gerettet. Nun siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten man lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Jetzt habe ich einen Zylinder. Der brennt. Kann man das irgendwie kombinieren mit dir? Hey, fuchtel damit nicht so rum. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du solltest es so schnell wie möglich loswerden. Vielleicht hier was hin? Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass das, nein. Ja, wunderbar. Nein. Oh. Hab ich jetzt gelöst, das Rätsel? Lilly hatte das Feuer entsorgt. Genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Und kein Gnome das anmalt. Das wäre ein schönes Bild. Gratulation! Lilly hat eine neue Fähigkeit erworben. Sie ist nun in der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Dazu muss sie es einfach in ihrem neuen Verbote-Menü mit der linken Maustaste aufheben. Behaltet diese Option im Hinterkopf. Im Laufe des Spiels wird Lilly lernen, noch viele weitere Verbote auf diese Weise zu umgehen. Es kann aber immer nur ein Verbot zur selben Zeit aufgehoben werden. Na, das wird ja krass dann. Das ganze Spiel noch eine ganze Weile dauern, glaube ich, weil wir haben hier neben diesem Feuermachenverbot noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Verbote, die wir noch aufheben müssen. Das heißt, es müssen noch 7 dieser Reisen stattfinden. Das kann noch ziemlich geil werden, beim besten Willen. So, gehen wir wieder raus und umgehen das Verbot, mit Feuer zu spielen. Ich finde es übrigens geil, dass sie die Fähigkeit erworben hat, ein Verbot zu umgehen. Großartig. Achso, warte mal, erstmal Verbot umgehen, glaube ich. So. Wunderbar, dann haben wir die Fackel. Und stecken sie in den Kamin. Ja, jetzt haben wir eine brennende Fackel. Fackel und stecken sie in die Halterung. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Tja, den finden wir bestimmt in der nächsten Folge.